Theoretisch war es das jetzt und ich kann nach Rorix. Allerdings will ich nicht durchs Wasser, es gibt manchmal böse Viech. Ist ein Wasserfall. Einfach durch, ganz schnell. Einfach ganz schnell. Einfach durchs Wasser laufen. Schwimmen wird überbewertet. Habel, Habel. Alter. Ja, wie gesagt, ich bin ein ziemlicher Psychopath. Habe ich das mal gesagt? Jetzt wisst ihr es. Gib mir nie die Macht, irgendwie Sachen aus meinen Händen zu schießen. Das ist nicht gut. Ah, interessant. Weil, das wusste ich gar nicht, dass hier sowas ist. Wo muss ich denn hin? Mama. Hallo, ich glaube, hier gibt es nicht mal einen Laden oder so. Ist einfach voller Kackdorf. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Jetzt muss ich da hoch. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrott. Red mit mir. Seid ihr auf welche Lieferung? Der Typ muss da irgendwas hochliefern und ist leider. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt eine Art. Das Problem ist, dass meine Beine. Doof. Ich nehme jetzt einfach. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Ja, dann nehme ich einfach mit und bring's hoch. Erfahrung gibt Geld und ich kann es mir später klauen. Also ich hab's jetzt schon, ich leg's. Ich soll es oben in der Kiste packen. Und dann kann ich es wieder aus der Kiste rausholen. Hier ist es echt gefährlich. Weil hier gibt es relativ sicher einen Säbelzahntiger. Ich weiß nicht, ob ich unterlevelt bin und vielleicht glücklicherweise ein Wolf kommt, ich weiß nicht. Aber sonst muss ich echt. Du bist ein Wolf. Mach die Ziege kaputt. Nicht mit. Boah. Badum! Magic. Du hast nichts gesehen. Hallo. Das gibt's nicht. Ich krieg die Ziege nicht hoch. Vielleicht sollte ich mir jetzt mal die Magie wieder sparen. Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, ich kenne die Stelle. Ich glaube, die Stelle hat etwas Magisches. Und etwas Katziges. Tatsächlich! Keine Katze, nur ein Wolf. Fuß du da? Nice. Ich bin echt unterlevelt. Das macht viel mehr Spaß, wenn ich der Aufstieg tötet. Spinnen, Säbelzahntiger. Alles lustig. Jetzt fühle ich mich ein bisschen zu sicher, dass kein Säbelzahntiger kommt. Manchmal kriege ich es auch aus Versehen hin, dass ich die einzelnen starte, dann mache ich Kaboom. Was aber auch irgendwie lustig ist. Ich muss nur nicht so mitziehen. Aber manchmal reicht schon mein. So, wer bist ihr du? Braucht etwas? Wer seid eine ihr? Einfache Pilgerin. Ich will. Okay. Ich wandle auf den Stufen. Alter, seid ihr alle arschig langweilig. Was drücke ich denn? Nein, jetzt habe ich. Ja, gut. Ich habe zufällig festgestellt, hast du gedrückt. Das ist dumm. Das ist doof und das mag ich nicht. Weil dann schleiche ich vor mir. Und das gefällt mir so. Trolle können hier sein. Da ist auch einer. Mal speichern. Kabel. Kabel. Ha! Oh fuck. Der hält ein bisschen mehr aus. Ich geh weg. Oh shit. Vielleicht soll ich den Feueratronach dafür beschwören. Vielleicht. Troll. Troll. Ich hab ein bisschen Angst. Vor allem, dass ich schon wieder fast geheilt. Pilgerin, hast du zufällig eine Waffe? Ich würde gerne. Warst du nicht hier? Da bist du. Hey, guck mal, Eisroll. Hey, ich meine das ernst, wir werden sterben. Noch die an.
LOL, der hat die schon kaputt geprügelt. Kannst du mal weggehen von mir? Brennende Gegner erhalten extra Schaden durch Feuer. Das mit dem Feuer. Ganz nett. Ich gehe auf die Feuerbälle. Atronachi macht das schon. Hat er jetzt Schuss? Nein, er tötet nicht. Böse! Nicht machen! Nein! Lass das! Bist du? Du liegst blöd rum. Kill! Das ist mein Atronachi. Trollfett braucht man manchmal, also nehme ich dich mit. Hat die Tussi? Nein, hat sie nicht. Ich wollte gerade fragen, ob du überlebt hast. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, mitnehmen. Wartezeit. Gold, der. Alter, was du alles hast. Einhändige Angriffe verursachen mehr Schaden. Habe ich zufällig schon einen Ring, sonst ist der doch gar nicht so scheiße. Ich habe gerade tatsächlich keinen Ring an, also das geht. Ich. Vielleicht geil. Ich mache die Hauptstory auch nur, bis ich diesen Schrei hier vollständig habe. Danach wende ich mich anderen Dingen zu. Die Akademie von Winterfest würde ich gerne irgendwann machen, von wegen Magie, ne? Dann vielleicht die Diebesgilden-Scheiße, weil ich dann ein geiles Item kriege, eine geile Rüstung und weil ich es insgesamt ziemlich geil finde, die Mission. Dann muss ich meiner Meinung nach irgendwann die Gefährten machen, die zwar mit Magie gar nichts am Hut haben, aber ist wichtig. Und dann kann ich eine gewisse andere Mission machen, die sowieso Jahre brauchen wird. Als ich die mit meinem Dieb Assassin gemacht habe, das hat gedauert, Junge, diese Mission. Und wir sind übrigens da. Hallo. Also nur ein paar Blades machen. Hier kann ich ein bisschen stehlen, das interessiert kein Schwein. Ich dachte gerade, hier liegen Ringe oder sowas. Wäre cool gewesen. In diese Truhe muss ich jetzt mein Beutelchen packen. Climax Vorräte. Theoretisch kann ich die jetzt wieder klauen, die haben keinen Wert. Geh zu Climax zurück. Ja, später. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und mach, was ich tun soll. Irgendwas habe ich im Hals. Aber ich habe jetzt noch so eine ungarische Fanta. Weil ich letztens im Urlaub war. Okay. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt. Am Wendepunkt des Zeitalters. Wie ist das irgendwie sehr leise? Ich weiß nicht warum. Ich folge eurem Ruf. Ich mich sagen, was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ich will frech sein. Ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Oh Gott, das ist jetzt so langweilig. Mag eure Stimme. Okay, Fuß. Fuß. Yeah. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen, Hochwortgar. Ich habe Angst. Geht weg von mir. Ja gut, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt skippen werde oder nicht. Vielleicht nicht, weil das ist relativ wichtig für die Story und bla bla bla. Ich bin Meister Anker. Oh, das wird jetzt hart langweilig. Ich spreche für die Graubärte. Ja. Sag mir also, Drachenblut, was führt euch hier? Ich möchte heraus, was. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen. Ihr helft mir. Die Graubärte jedem Drachen. Ich bin das einzige Drachenblut? Ja, nein, vielleicht. Ob ihr das ja, der sagt uns jetzt, wir sind das auf jeden Fall das Erste, das ist, wäre ich zu den Einzigen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ich habe sie angeschrien. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündnis. Ja, cool, Pumpf. Als Schrei unternommen. Ja. Jetzt werden wir sehen, boah, der lautet hart voll. Wenn ihr einen Schrei nutzt, oh Gott. Der Drache. Daher gibt euch euer Drachenblut als angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Ah, massiv. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Ja, ganz ehrlich. Meister Einhard wird euch nun Bro lehren. Das zweite Wort von unerwünschter Macht. Ich fliege, Mama. So, jetzt kriegen wir das zweite Wort von seinem Fußrodar, was natürlich jeder kennt, das Skyrim, Junge. Nur wir nicht, weil, guck mal, guck uns doch an. Alles, was wir können, ist Kamehameha. So, jetzt stellen wir uns dahin. Oh, das leuchtet schön. Hallo. Hallo.
Ja, gut. Ihr seid alle. Das Problem ist, jetzt brauchen wir eigentlich eine Drachenseele, um dieses Wort zu benutzen. Aber die bringen uns das jetzt einfach bei. Du bist hammerhässlich. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Sehen die gleich aus? Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Bro teilhaben lassen. Nee. Ich mag das nicht, lass das, das ist eklig. Jetzt zeigt uns, wie schnell wir euren neuen Tugend. Okay, ich soll zeigen. Was? Oh. Lol, das hat ihn halb umgebracht. Achso, warte, ich soll das gar nicht so machen. Um die Ziele zu treffen. Komm, ich habe meinen Freund halb umgebracht. Er hat doch gesehen, dass ich's kann. Ich will jetzt die Dinger kaputt machen dreimal. Hammer lustig, macht mir Spaß. Freue ich mich. Ja, weiter, Junge. Wieder einmal. Kann ich bitte? Junge, macht mal schneller hier. Boah, ich hasse storyrelevantes Gelaber. Ich will doch nur Kamehameha. Ich will nur Kamehameha! Kamehameha! First Raw! Und Kamehameha! So, jetzt fertig. Euer Turm ist präzise. Yay, Potenzial, Junge. Ja, weiter. Die nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Bori hört sich doof an. Lernt das Wort der Macht. Wir warten eine Stunde. Dann gibt er Vollgas. Dann müssen wir nicht auf den warten. Er hat anscheinend diese Stunde gebraucht, diese 3 Meter bis zur Tür zu gehen. Und draußen teleportiert er sich dann dahin. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Fuß! Meister Bori wird euch Wut beibringen. Kamehameha. Was passiert euch, wenn ich nicht Kamehameha? Oder den, Mann. Interessiert den nicht. Lol, was denn der für eine magische Resistenz? Den hab ich gerade mit dem Schrei fast gekillt. Egal. Bring mir bei, Junge. Bring mir bei. Wulde mich, Junge. Warte erstmal. Dann habe ich das in der Schnellleiste, wo es jetzt wohlt. Wo ist mein Wirbelwind-Sprint? Habe ich nicht favoritisiert, dass ich mich verarsche? Ja, doch, muss ich erst noch lernen. Okay. Habe ich es gelernt? Bin ich jetzt schlau? Da ist es. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Ich will nicht meistern können. Mir ist langweilig. Jetzt seid ihr dran. Okay. Stellt euch neben mich. Ja, ja. Meister Bori wird das Tor. Ja, Mutter. Wird es mit eurem Wirbelwind-Sprint. Haben wir es. Komm schon! Habe ich es geschafft? Habe ich. Ach, ihr merkt das. Ihr merkt das. Habe ich jetzt, Junge. Es ist erstaunlich, ja, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten. Das ist so ein Fien, Junge. Wahrlich nicht. Ihr seid jetzt bereit. Holt das Horn von Jürgen Wildruf. Ja, endlich wieder questmäßig, wo ich nicht zugelabert werde. Dann werdet ihr wiederkehren. Fuck you, ich bin weg. Also wir müssen jetzt wohin? Bis nach Mortal hoch. Da nehme ich die Kutsche. Aber erstmal will ich nochmal hier runter nach Ivarstadt.